Zu einem Fest gestalteten sich die erstmals abgehaltenen Römertage im Heimathaus im Brunnen Gebirge. Anschaulich wurde dabei das antike Erbe erlebbar gemacht. Man kann eigentlich wahnsinnig viel über die Römerzeit hier in Brunn sagen. Man glaubt es kaum. Ja, die Römerzeit hat ganz spannende Spuren hinterlassen, die sich bis in die heutige Zeit fortsetzen. Vieles in unserem modernen Alltag geht auf die Römer zurück und deswegen haben wir hier die Römertage organisiert, um auf die römischen Wurzeln unseres modernen Alltags hinzuweisen. Ganz neue Funde haben Sie ja heute auch gestreift, nämlich dieser Sargdeckel oder diese Bemalung. Was ist es genau? Also im Brunn am Gebirge gibt es zugegebenermaßen nicht viele Römerfunde, aber dafür ein paar sehr, sehr interessante. Es gab schon Untersuchungen zu den Münzfunden, die ich vor genau 10 Jahren durchgeführt habe, deswegen auch mein persönlicher Bezug dazu, aus welchem Material bestehen diese Münzen, was sehr interessant war, da wir eine antike Fälschung gefunden haben. Und die neuesten Untersuchungen widmen sich jetzt einem bemalten Grabstein, kann man sagen, welche Farben dort verwendet sind. Und das ist das spannende Ergebnis, dass die Römer sowohl Naturfarben als auch schon künstlich hergestellte Farben verwendet haben. Wenn man in die Geschichtsbüchern glauben mag, ist ja Brunn am Gebirge einer der ältesten Dörfer Europas. Ungefähr 5000 Jahre Geschichte, die Langhäuser, die da gefunden worden sind. Und zu der Geschichte gehören auch die Römerfunde dazu. Die Römer waren hier, wie wir heute schon gehört haben. Das war Pannonien, wir gehörten nicht zu Noricum, sondern Pannonium, habe ich heute gelernt vom Dr. Robert Krickl. Und sehr Interessantes, was er da herausgefunden hat über die Münzfälschungen schon zu Zeiten der alten Römer. Also ich bin wirklich begeistert, wie mit welcher Akribie er da recherchiert hat. Ganz toll. Ein Römerexperte hier in Brunn. Ja, es gab gestern einen Vortrag von Dr. Robert Krickl im Heimathaus und wir mussten leider einige Zuhörer abweisen, weil das ist aus allen Nähten geplatzt, dieser Raum. Er hat einen hochinteressanten Vortrag gebracht über die Grabplatte und er hat es wirklich aufgezogen wie einen Krimi. Also ich war wirklich total begeistert. Ich muss sagen, das Heimathaus ist ja nun mal attraktionreicher geworden. Nach Sommertheater, Boogie-Festival, Adventmarkt gibt es jetzt auch ein Römerfest hier. Und ich freue mich wirklich, dass wir so einen engagierten Bürger haben in unserer Gemeinde. Man hat ja gesehen, die einzelnen Stationen, die er aufgebaut hat. Das Publikum ist ja begeistert mitgegangen. Man sieht es ja an der Zuschaueranzahl, es kommen immer mehr Leute. Gott sei Dank hält auch das Wetter in der Früh, jetzt ja nicht so toll ausgeschaut. Ich habe ihm feste Daumen gedrückt und ich bin froh, dass es wirklich so angenommen wird.